Ja, geschätzte Vertreterinnen und Vertreter von der Medien, liebe Gäste, liebe Regierungskolleginnen und liebe Regierungskollegen, ganz herzlich willkommen hier zu unserer Medienkonferenz zu den Legislaturzielen 2019 bis 2023. Für einmal haben wir Sie hier in den Festsaal eingeladen vom Ratshaus. Und das hat auch einen Grund, und es hat vor allem einen praktischen Grund. Weil der Regierungsrat hat jetzt gerade seine Sitzung, seine mittwochmorgendliche Sitzung unterbrochen, die wir ja haben, für unsere Geschäfte zu behandeln, und haben es darum hierher eingeladen, weil das für uns auch sehr, sehr praktisch ist. Es hat einen praktischen Grund. Aber wir haben ein wichtiges Thema, ein wichtiges politisch-strategisches Thema, nämlich eben die neue Legislatur, die wir angefangen haben, was wir möchten erreichen in den Jahren 2019 bis 2023. Und Sie haben ja druckfrisch, und ich glaube, man schmeckt es auch noch ganz leicht, die Broschüre bereits von innen, wo da liegt, wo Sie sehen, in Ihrer Medienmappe. Wie gesagt, die Richtlinie von der Regierungspolitik, das ist eigentlich sogenannte politisch-strategische Planungsinstrument, das die Zürcher Regierung hat. Und sie dienen der Verwaltung als Leitlinie. Und sie werden in den jährlichen Planungen umgesetzt werden und selbstverständlich auch in der Budgetierung umgesetzt und verankert. Und wir haben ganz bewusst nach Politbereich haben wir gegliedert. Weil wir haben ja ein direktionsübergreifendes Ziel, nämlich eben die Regierungstätigkeit in den Jahren 2019 bis 2023. Und wir haben es entsprechend direktionsübergreifend haben wir das auch erarbeitet. Das ist ja so entstanden, und zwar in Workshop-Verfahren, wo wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einbezogen haben von sämtlichen Direktionen und sämtlichen Ämtern. Und der Regierungsrat hat auch eine Lagebeurteilung vorgenommen, und er hat vor allem für sich die wichtigsten Herausforderungen definiert. Und aus diesen wichtigsten Herausforderungen leiten sich dann auch Massnahmen ab. Und bei aller Ausgewogenheit, die wir selbstverständlich erreichen wollen, wollen wir Prioritäten setzen. Also entstanden sind 10 Ziele und 53 Massnahmen, wo diese Massnahmen den Zielen zugeordnet sind. Und sie zeigen natürlich das breite, grosse Spektrum von unserer politischen Arbeit. Man kann auch sagen, von unserem politischen Auftrag. Aber sie tragen selbstverständlich auch der Umfeldentwicklung, die wir haben im Kanton Zürich, Rechnung. Und ich kann sicher sagen, in ganz verschiedenen Bereichen kann man von einer rasanten Entwicklung, auch rasanten Veränderung reden. Und eine Feststellung ist mir ganz besonders wichtig, und dass ich das gerade am Anfang auch sagen kann. Wir sind am Anfang von einer neuen Legislatur, aber wir dürfen sicher auch mit einigem Stolz und Zufriedenheit sagen, dass der Kanton Zürich sehr gut aufgestellt ist. Der Kanton Zürich ist attraktiv, und der Kanton Zürich ist auch wettbewerbsstark. Das heisst, dass wir von der Regierung her unsere Planung auf wirklich ein gesundes und auch solides Fundament stellen können. Und wenn ich sage, wir haben ein solides Fundament, eine gute Grundlage, dann rede ich von der Sicherheit, der hohen Sicherheit im Kanton, von unserem hohen Bildungsstand, von der Bevölkerung. Ich rede von leistungsfähigen Verkehrsinfrastrukturen. Ich rede von einer rekordtiefen Arbeitslosigkeit und von einem guten sozialen Netz. Und ich rede auch von einer starken Wirtschaft, von einer guten Beschäftigungslage, von einer hohen Innovationskraft. Das haben wir ja gerade gestern auch wieder gesehen, in der guten Bewertung vom Kanton Zürich. Und ich rede von gesunden Kantonsfinanzen. Und das alles ist sehr erfreulich, geschätzte Damen und Herren, aber es ist alles andere als selbstverständlich. Und trotz dieser guten Ausgangslage sehen wir bedeutende Herausforderungen. Und für die Herausforderungen können zu bewältigen, geschätzte Damen und Herren, ist es wichtig zu betonen, dass die Regierung keinen Platz fürs Gärtli-Denken sieht. Und die Regierung möchte das Big Picture, wo eben der Kanton sich darin befindet, immer im Auge behalten, auch die nächsten 4 Jahre. Und das heisst, wir haben direktionsübergreifende Herausforderungen,
Und von denen möchte ich ganz speziell hervorheben. Das eine ist Digitalisierung, wo wir als grosse Herausforderung auch Chancen sehen, das Bevölkerungswachstum, Mobilitätswachstum und den Klimaschutz. Und wir haben darum auch unsere Leitlinien unter folgende Formulierungen gesetzt. Wir haben gesagt, die Regierung will Digitalisierung nutzen, die Regierung will das Bevölkerungs- und Mobilitätswachstum bewältigen und sie will zum Klimaschutz beitragen. Und was heisst das für Sie jetzt, für unsere Legislaturziele? Das heisst, dass zum Beispiel Digitalisierung unsere Gesellschaft, unser Staat, unsere Volkswirtschaft vor grosse und weitreichende Veränderungen stellt. Und wir erwarten vom Kanton, dass er zeitgemäße Rahmenbedingungen hat. Und es gilt aber auch, dass wir die Chancen, die wir haben in dieser Digitalisierung, überhaupt die Chancen von den neuen Technologien, dass wir die nutzen, dass wir aber auch unser Angebot vom Kanton her konsequent auf die veränderten Bedürfnisse ausrichten und natürlich dazu gehört auch vor Missbrauch schützen. Und wenn wir auch feststellen, dass der Wettbewerbsdruck national und international auch vor dem Kanton Zürich nicht Halt macht, dann sind wir von der Regierung eigentlich überzeugt, dass wir mit Mut reagieren können und vor allem aber auch, dass wir bewährte Muster auch immer wieder hinterfragen und sagen, sind wir richtig unterwegs. Und das übrigens direktionsübergreifend. Weil, ich habe es gesagt, Bevölkerung und Mobilität nehmen zu. Gleichzeitig wird unsere Gesellschaft immer individueller. Und das stellt hohe Ansprüche an unsere Gesellschaft, aber auch als Verkehrssystem, an die Bewältigung der Mobilität, aber auch an die Integrationskraft von unserem Kanton in unserer Gesellschaft. Und in all diesen Bereichen hat die Regierung Ziel gesetzt. Und selbstverständlich auch der Klimaschutz, der ist ja im Moment in aller Munde. Auch da will die Regierung klar Verantwortung übernehmen. Mit einer langfristigen Klimastrategie und mit gezielten Massnahmen, wie wir den Veränderungen, die der Klimawandel mit sich bringt, können begegnen. Und ich möchte natürlich meinen Regierungskolleginnen und Kollegen nicht vorgreifen, auch der Frau Staatsschreiberin nicht. Aber ich möchte trotzdem sagen, die Ziele, die wir gesetzt haben, die sind ehrgeizig und sie sind umfangreich. Und selbstverständlich werden wir in der nachfolgenden Präsentation nicht alles können Ihnen darlegen. Für das ist der Kanton auch zu gross und unsere Aufgaben sind vielseitig. Aber wir werden doch einige Schlaglichter Ihnen können zeigen und auf das werden wir uns auch konzentrieren. Und mit diesen Worten gebe ich sehr gern am Sicherheitsdirektor, am Mario Fehr, das Wort für seine Gedanken. Oh, geschätzte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen aus der Regierung, besten Dank für die charmante Einführung. Wir haben im Kanton Zürich eine Situation, dass wir einen sicheren Kanton haben. Die Leute fühlen sich sicher im Kanton Zürich, Bürgerinnen und Bürger, und das soll auch so bleiben. Wir haben aber, und das stellen wir in der Alltagsarbeit fest, eine Reihe von Gruppen, die besonders verletzlich sind. Wir wollen in der nächsten Legislatur diesen besonders verletzlichen Gruppen zusammen mit unseren Partnern, zum Beispiel der Staatsanwaltschaft, zum Beispiel der anderen Kommunalpolizeien, noch vermehrt Beachtung schenken. Eine von diesen Gruppen sind Seniorinnen und Senioren. Das ist eine Gruppe, die wächst, eine Gruppe, die immer mehr auch das Ziel wird von üblen Machenschaften. Es hat gerade gestern im Tagesanzeiger einen Bericht gehabt, wo ja die Spitex-Dienste missbraucht werden. Es gibt Telefonbetrüger, es gibt Trickdiebstähle, es gibt Vermögensdelikte, gerade bei pflegebedürftigen älteren Menschen. Da wollen wir einen Schwerpunkt setzen, zusammen mit unseren Partnern. Seniorinnen und Senioren sollen sich auch sicher fühlen. Wir wollen sie fit, bereit machen, dass sie nicht auf Betrüger hinein fallen. Sie verdienen einen besonderen Schutz. Genau den gleichen besonderen Schutz verdienen Frauen und Kinder. Wir wollen in der nächsten Legislatur auch bei der Umsetzung der Istanbul-Konvention hier im Kanton Zürich der Gewalt gegen Frauen noch konsequenter entgegentreten. Wir haben die Situation, dass wir heute 13 Mal, 14 Mal bald
Meldungen haben von häuslicher Gewalt im Kanton Zürich. Wir haben auch eine Zunahme in den letzten 5 Jahren im öffentlichen Raum von Gewalt gegen Frauen. Wir wollen die Öffentlichkeit sensibilisieren, wir wollen Gewalttaten verhindern, konsequent ahnden, die Opfer schützen und wir haben ganz konkrete Massnahmen. Gewalt gegen Frauen ist bei der Kantonspolizei schon lange ein Schwerpunkt. Wir haben mehr Mittel dort investiert. Wir haben zweitens beschlossen vom kantonalen Sozialamt, das auch bei mir ist, die Finanzierung der Frauenhäuser im Kanton Zürich auf eine solidere Basis zu stellen. Wir haben in Zürich Winterthur, im Zürich Oberland Frauenhäuser. Wir haben gesagt, dass wir ab 2020 den Sockelbeitrag für die Frauenhäuser von heute 500'000 Franken auf 1,2 Millionen Franken erhöhen. Wir wollen ganz gezielt sicherstellen, dass die ihre wichtige Aufgabe können weiterhin erfüllen können. Und als auch konkrete Massnahmen, wir verstärken die Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt, die bei der Kantonspolizei ist. Die wird verstärkt, die soll noch mehr können informieren, die soll noch mehr koordinieren. Wir wollen nicht, dass immer so viele Frauen Opfer von Gewalt werden. Gewalt gegen Frauen ist ein absolut unerträgliches Phänomen, das wir entschieden entgegentreten. Das dritte Massnahme aus meinem Bereich ist der Sport. Wir wollen die Chancen vom Sport für Prävention und Integration noch besser nutzen. Wir wissen, und das weiss ich, wenn ich auch 16 Jahre lang Sportvorstand war von der wahrscheinlich schönsten Stadt im Sihltal, allerdings auch der einzige, das ist Adliswil, dass Sport ein unglaublicher Integrationsmotor ist, dass er ein Kitt in dieser Gesellschaft ist. Und wir wollen Kinder und Jugendliche aus einem sportfernen Umfeld noch mehr anholen. Viele von denen sind auch junge Frauen, viele von denen haben einen Migrationshintergrund. Wir werden darum ganz gezielt auch Projekte unterstützen, die eine integrative Funktion haben. Ganz ein konkretes Beispiel: Im August starten wir ein Pilotprojekt zusammen mit der Stadt Winterthur, zusammen mit dem FC Dösfeld und mit der Quartierjugendarbeit, wo wir einfach alle die Bemühungen, wie man Jugendliche von der Straße wegbringt, wie man Jugendliche zum Sport treiben bringt, wie man Jugendliche zu einem vernünftigen Freizeitverhalten bringt, wie man Jugendliche integriert, unterstützen. Soweit die Sicherheitsdirektion, und ich darf den Ball, das passt auch jetzt gerade beim FC Dösfeld, weiterspielen zur Justizdirektorin. Nicht. Bildung. Dann haben wir es doch besser üben sollen. Den Ball legen wir. Wir haben vorhin die Reihenfolge noch einmal geübt. Ich habe gemeint, ich wüsste es. Also, Frau Bildungsdirektorin. Ja, gut, aber Frau Bildungsdirektorin hat Handball gespielt. Also in dem Fall würde ich ihr den Ball zurühren. Ich empfange den natürlich ohne größere Probleme, sehr geehrte Damen und Herren. Auch ich freue mich sehr, mit Ihnen einen Blick in die Legislaturziele des Regierungsrats zu rühren, wo wir wieder bei dieser Tätigkeit wären. Was sind die zentralen Herausforderungen, die sich das Zürcher Bildungswesen in den kommenden 4 Jahren konfrontiert damit sieht? Was für bildungspolitische Ziele verfolgen wir erst in den nächsten 4 Jahren? Ich greife 3 wichtige Ziele heraus. Die frühkindliche Bildung, die Stärkung des Kindergartens und die Digitalisierung der Mittel- und der Berufsfachschulen. In unserem Kanton, da sind wir uns einig, brauchen wir die bestmögliche Schulbildung für alle Kinder. Wir brauchen heute und morgen jedes Talent und wir wollen, dass alle Schülerinnen und Schüler möglichst gute Chancen für eine erfolgreiche Bildungslaufbahn haben. Um das Ziel zu erreichen, setzen wir auf verschiedenen Ebenen an. Schon beim Eintritt in den Kindergarten zeigen sich grosse Unterschiede im Entwicklungsstand der Kinder. Unsere Untersuchungen zeigen, dass die Unterschiede während der Volksschulzeit grösstenteils nicht mehr ausgeglichen werden können. Im Gegenteil, sie werden im Laufe der Schulzeit sogar noch grösser, also die Schere tut sich auf. Wir wissen heute, dass die ersten Jahre eines Kindes für das ganze Leben prägend sind. Die Fakten sind erdrückend. Untersuchungen zeigen, dass der grösste Teil des Gehirnwachstums innerhalb der ersten 3 Lebensjahre abgeschlossen wird. Das Gehirn eines 3-jährigen Kindes verfügt über doppelt so viele Synapsen wie das eines Erwachsenen. Babys und Kleinkinder verfügen also über eine enorme Anpassung und Lernfähigkeit. Und das heisst, dass Grundlagen für späteres Lernen eben schon vor dem Kindergarten gelegt werden. Im Wissen um das
dass das Elternhaus der alles entscheidende Ort für den Lernerfolg in der Schule ist, wenn wir in der nächsten Legislatur Familien mit kleinen Kindern gezielt unterstützen. Unser Ziel ist es, dass wir die Eltern oder andere Bezugspersonen von kleinen Kindern frühzeitig erreichen, um sie so auch zu unterstützen, damit sie ihre Kinder bestmöglich begleiten können. Diese Unterstützung müssen die Familien schon vor dem Kindergarten bekommen. Und damit wollen wir erreichen, dass der Rückstand von einzelnen Kindern nicht mehr so gross ist. Damit wäre ich beim zweiten Ziel, der Stärkung des Kindergartens. Wie Sie wissen, ist der Kindergarten erst vor 10 Jahren kantonalisiert worden. Er gehört also noch nicht lange zur Volksschule. Wir wollen den Kindergarten als Teil der Volksschule weiterentwickeln und noch besser als wichtige Eingangsstufe verankern. Im Herbst präsentieren wir eine grosse Untersuchung über Kindergartenstufen und zeigen auf, wo wir konkret ansetzen wollen, um den Kindergarten weiter zu stärken. So, wir machen also viel für die Kleinsten, aber auch für die Älteren. Und ich komme damit zum dritten Ziel, Stichwort Digitalisierung. Wir haben in der letzten Legislatur in der Volksschule mit dem Lehrplan 21 einen wichtigen Schritt gemacht und unter anderem mit dem Fach Medien und Informatik, mit der Einführung von dem Fach, auch einen wichtigen Schritt in Richtung Digitalisierung unternommen. Gleichzeitig haben wir auf der Hochschulebene eine Digitalisierungsinitiative gestartet, die im Moment im Kantonsrat beraten wird. Was noch fehlt, ist das Zwischenstück, Sekundarstufe 2. Das heisst Berufsfachschulen und Gymnasien. Während der digitale Wandel im raschen Tempo schon die vielen Lebens- und Wirtschaftsbereiche prägt, besteht bei den Schulen von der SEC 2 im Kanton Zürich ein grosser Nachholbedarf. Für die rund 60'000 Lernenden von den Gymnasien und den Berufsfachschulen an unseren 40 Mittel- und Berufsfachschulen sind organisatorische, IT-technische und auch pädagogische Grundlagen zu schaffen, damit der Unterricht den heutigen Anforderungen und den künftigen Herausforderungen gerecht wird. Auf diese Weise wollen wir den gesetzlichen Auftrag erfüllen, die Mittelschülerinnen und Mittelschüler angemessen auf die Anforderungen der tertiären Bildungsstufe vorzubereiten. Und das gilt gleichermaßen für die Lernenden in den Berufsfachschulen. Sie sind im Hinblick auf die Anforderungen des Berufslebens in der Wirtschaft wie auch von der höheren Berufsbildung und der Fachhochschulen vorzubereiten. Das Projekt wollen wir im engen Austausch zusammen mit den Schulen entwickeln und erarbeiten. Das sind 3 von unseren Legislaturzielen. Für die Bildungsdirektion ordnet sich diese Ziele alle einem grossen Ziel unter, nämlich die bestmögliche Förderung und Bildung von allen Kindern und Jugendlichen im Kanton Zürich. Und damit gebe ich gerne weiter an die Regierungsrätin Jacqueline Fehler. Danke vielmals, geschätzte Anwesende. Nach dem fulminanten Plädoyer vom Sicherheitsdirektor zu unserem gemeinsamen Zuständigkeitsgebiet Sicherheit habe ich jetzt die Chance, Schlaglicht auf die anderen Bereiche in meiner Direktion zu lenken. Der Regierungsrat hat sich in diesem Kontext sehr stark von dem ein bisschen abgedroschenen Gouvernance Prévoir leiten lassen und hat sehr vorausschauend ein Thema gesetzt, das uns in den nächsten Jahren stark wird beschäftigen, und das Thema heisst Teilhabe. Das Thema Teilhabe zieht sich wie ein roter Faden durchs Legislaturziel und taucht an verschiedenen Orten auf und in verschiedenen Politikfeldern. Im Politikfeld Kultur, Sport und Freizeit, im Politikfeld Gesellschaft und Soziales, aber auch im Politikfeld allgemeine Verwaltung, sprich Gemeinden. Wir leben ja in einer sehr tollen Zeit. Wir haben sehr vielfältige Möglichkeiten, unser Leben zu gestalten. Wir haben es von der Volkswirtschaftsdirektorin gesehen. Wir haben eine hohe Innovationskraft. Digitalisierung verändert unser Leben. Globalisierung verändert unser Leben. Das eröffnet uns vielfältige Chancen. Die Medaille hat aber auch eine Kehrseite. Und die Kehrseite ist, dass der Zusammenhalt manchmal ein bisschen verloren geht, das Gefühl von Dazugehören schwindet, dass die Gesellschaft fragmentiert. Diese Entwicklung, die ist für eine demokratische, freiheitliche Gesellschaft eine Herausforderung.
wenn ein erheblicher Teil der Bevölkerung das Gefühl hat, nicht mehr dazu zu gehören, keine Rolle mitspielen, abgehängt zu sein, überflüssig zu sein, dann entstehen Bewegungen, wie wir sie in Frankreich jüngst sehr überraschend mit einer sehr grossen Wucht erlebt haben. Der Regierungsrat will dieser Fragmentierung der Gesellschaft entgegentreten, indem er selbst tätig wird, indem er aber in erster Linie auch das zivilgesellschaftliche Engagement, also die Freiwilligenarbeit, unterstützt und stärkt und indem er auch neue Formen von Teilhabe und Partizipation entwickelt. Für unser Land, für unseren Kanton ist das Gefühl und die Sicherheit dazuzugehören zentral, weil unser Land steht auf dem Fundament von Teilhabe mit den verschiedenen Landesteilen und Sprachregionen. Und das betrifft nicht nur den klassisch-demokratischen Prozess, sondern es geht weit darüber aus. Wir haben eine Kultur mit einem enormen Engagement von Freiwilligen, wo ganz vieles nur drum überhaupt vorhanden ist, weil es so viele Leute gibt, die sich engagieren. Wir haben aber auch eine Kultur, die darauf baut, dass man auch freiwillig Macht und Raum abgibt, um eben die Teilhabe zu ermöglichen. Und wir haben ein Land, das eine starke Integrationskraft hat und eine starke Integrationsleistung erbringt. Und auf diesem Kurs, auf diesen Stärken, wollen wir weiterfahren, respektive die wollen wir weiter stärken und damit erhalten. Wenn man von Teilhabe redet, bedingt das natürlich auch, dass man nicht einfach schon ein fertiges Programm herlegen kann, weil Teilhabe ja voraussetzt, genuin, dass man eben miteinander die wichtigen Politikfelder entwickelt, dass man also nicht nur Politik für die Menschen macht, sondern Politik mit den Menschen macht. Und darum tauchen ein paar Schlaglichter auf in den Legislaturzielen als quasi Leitlinien und Pisten, die vertieft und weiterentwickelt werden sollen. Ich nenne ein paar einzelne. Stichwort Gemeinde 2030. Die neue Zusammenarbeit, die der Kanton mit der Gemeinde in den letzten zwei Jahren entwickelt hat, unter dem Label Gemeinde 2030, soll auch zu neuen Formen von Zusammenarbeit führen, zu besseren Formen, zu Zusammenarbeit, wo sich beide auf Augenhöhe treffen und wo wir insbesondere die dritte Staatsebene, nämlich Gemeinden, so können stärken, dass sie auch in Zukunft in der Lage sind, ihre wichtige Aufgabe können zu erfüllen. Zweites Stichwort Jugend. Die Aktivierung und damit Einbezug von der jüngeren Bevölkerung ist sehr zentral für die Entwicklung von unserem Kanton. Da sind Stichwort Stärkung vom Jugendparlament, aber auch Stärkung von Jugendorganisationen innerhalb von bereits bestehenden Organisationen. Weiter Stichwort Kultur. Kultur ist ein sehr geeigneter Ort, um die Leute auch teilhaben zu lassen. Wir haben seit 3 Jahren einen Versuch, dass wir Projekte auszeichnen, die diesem Aspekt besonders Rechnung tragen. Also die Teilhabe in der Kultur, das Mitmachen in den Quartieren und das Integrieren von verschiedenen Bevölkerungsgruppen in kulturelle Projekte. Stichwort Religionsgemeinschaften. Da ist in den letzten Jahren das Projekt Aufbau von muslimischer Seelsorge im Zentrum gestanden. Wir werden auch in den kommenden 4 Jahren zusammen mit den anerkannten und auch mit den nicht anerkannten Religionsgemeinschaften weitere Projekte realisieren, wo die Integration und das gemeinsame Verwirklichen von der Anliegen respektive von den Bedürfnissen der jeweiligen Bevölkerung stärkt. Stichwort Diskriminierungsschutz. Es ist uns gelungen, dank der Unterstützung der beiden grossen Landeskirchen, zum Beispiel den Schutz der jüdischen Gemeinschaft in den letzten Jahren auszubauen. Das können wir auch weiterführen, auch wenn die Bundeslösung noch nicht da ist, wo ja dann auch Bundesgeld soll können gesprochen werden. Weil das Geld noch nicht da ist, sind die Kirchen weiterhin bereit, ihrerseits einen erheblichen Teil von Mitteln zur Verfügung zu stehen. Das ist ein Beispiel von Diskriminierungsschutz. Weitere werden sicher auch noch entwickelt werden. Förderung von Diversität, das haben Sie auch schon erfahren, dass wir jetzt in meiner Direktion einmal angefangen haben mit dem diskriminierungsfreien Bewerbungsverfahren, das auf einem Online-Assessment-Verfahren basiert, das eben das Ziel hat, Diversität nicht nur im Bereich von Geschlecht, sondern auch Alter, Herkunft innerhalb der kantonalen Verwaltung zu stärken. Und als Letztes eine klassische Form von Teilhabe, nämlich die demokratische Teilhabe, das Mitmachen an den demokratischen Prozess.
Wir sind nicht begeistert von der Stimmbeteiligung in unserem Kanton. Das kann man sagen, da sind einfach alle total zufrieden, dass sie sich nicht beteiligt. Auf der anderen Seite ist es aber auch so ein bisschen eine Endverantwortung der Leute, die sich nicht mehr beteiligen. Es ist unser Ziel, die demokratische Teilhabe wieder zu stärken. Wir haben dazu auch gerade ein Postulat zur Kenntnis genommen, das der Kantonsrat eingereicht hat und wo wir beantragen, dass wir das wollen. Entgegennehmen, dass wir hier auch wirklich eine Strategie entwickeln können. Teilhabe ist ein roter Faden in unserem Legislaturziel. Es ist ein Thema, das weit über die heutigen Tage ausreicht und wir überzeugt sind, dass wir mit diesem Thema, mit diesem Projekt das können stärken können, was uns ausmacht, nämlich unser Reichtum, der in der Vielfalt unserer Gesellschaft liegt. Und damit gebe ich gerne das Wort weiter an Gesundheitsdirektorin Nathalie Rickli. Geschätzte Medienschaffende, ich bin jetzt seit fast 2 Monaten im Amt, aber mein erster Eindruck vom Zürcher Gesundheitswesen hat sich bestätigt. Unsere Gesundheitsversorgung ist hochstehend und qualitativ hervorragend. Und damit das so bleibt, sind alle Akteure gefordert, Leistungserbringer wie Spitäler und Ärzte, aber auch wir, wenn wir Patienten sind. Wir wollen eine patientengerechte Versorgung. Das heisst, der Patient soll sicher sein, dass er die richtige Behandlung bekommt. Das heisst, nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel, zum Beispiel bei Operationen. Das Gesundheitswesen, ich bin mittendrin jetzt mich am Einschaffen und ich habe gemerkt, es ist komplex, es ist anspruchsvoll, weil es sehr viele Anspruchsgruppen gibt. Institutionen, Organisationen, natürlich Interessenvertreter. Dazu gehören auch Politiker und namentlich auch Bundesbern. Der Regierungsrat, Sie haben es gehört, hat die nächsten 4 Jahre verschiedene Themen in den Fokus genommen. Ich bin von 2 ganz direkt betroffen in meiner Direktion, nämlich Digitalisierung nutzen und das Bevölkerungs- und Mobilitätswachstum bewältigen. Digitalisierung. Der Bund hat zusammen mit den Kantonen eine Strategie ausgeschafft, eHealth Schweiz 2.0. Damit wollen Bund und Kantone Digitalisierung im Gesundheitswesen vorantreiben. Verstärkt fördern. Im Vordergrund steht da natürlich die Einführung des elektronischen Patientendossiers. Damit sollen die Abläufe im Gesundheitswesen vereinfacht werden und die Beteiligten vernetzt werden. Das Ziel ist, dass die Informationsfluss verbessert wird und natürlich auch unnötige Untersuchungen können vermieden und somit Kosten gespart werden. Unsere Spitäler, also alle Spitäler, aber auch bei uns im Kanton Zürich, müssen bis im April 2020 das E-Dossier bereitstellen. Alters- und Pflegezentren und Heim haben 2 Jahre mehr Zeit. Das ist eine grosse Herausforderung, aber wichtig für die Zukunft. Auch beim Bevölkerungswachstum sind wir gefordert. Sie wissen, dass das Amt für Statistik vom Kanton Zürich mit einer Bevölkerungszunahme rechnet bis ins Jahr 2040 um 20%. Das sind 1,8 Millionen Menschen in unserem Kanton. Nicht, dass ich das einfach so befürworte, aber Fakt ist, dass immer mehr Leute in unserem Kanton arbeiten wollen und auch wohnen. Und dem müssen wir auch gerecht werden im Gesundheitswesen. Weil vom ersten Tag an haben die Leute ein Recht auf die hervorragende Gesundheitsversorgung, die wir hier haben, auf die nötige Infrastruktur, auf funktionierende Organisationen und können natürlich zurückgreifen auf das kompetente Personal, das wir hier haben in unserem Kanton. Das bedeutet aber natürlich steigende Kosten. Insbesondere auch, wenn man denkt, dass die Leute in unserem Kanton immer älter werden. Mario Fehl hat es vorhin gesagt, Seniorinnen und Senioren, bin mit der Direktion betroffen, aber natürlich auch im Gesundheitswesen. Darum wollen wir schauen, wie man auch die integrierte Versorgung kann verbessern in Zukunft, also die Übergänge auch von ambulant, stationär und natürlich die Langzeitversorgung. Damit das alles finanzierbar bleibt, braucht es eine offene Diskussion ohne Scheuklappen. Wo kann man effizienter werden? Was können wir verbessern? Welche Eingriffe sind wirklich notwendig und wie können sich auch Patienten besser informieren? Eins ist mir schon in den ersten Tagen als Gesundheitsdirektorin klar geworden. Alle reden vom Kostensparen im Gesundheitswesen, aber niemand bei sich selber. Es wird also meine Herausforderung sein, zusammen mit dem Regierungsrat in den nächsten 4 Jahren hier mehrheitsfähige Vorschläge zu unterbreiten. Damit übergebe ich so gerne an Martin Neukomm, am Baudirektor. Ja, danke vielmals, geschätzte Frau Regierungspräsidentin, geschätzte Kollegen aus der Regierung, geschätzte Damen und Herren, wir kommen zum Bereich Umwelt- und Raumordnung. In diesem Bereich wollen wir als Regierung 2 Schwerpunkte setzen. Das ist einerseits ist, das Klimaschutz verbessern und andererseits Biodiversitätszustand verbessern.
Zu der Biodiversität kann man sagen, das sind beides zusammen zwei von den ganz grossen globalen Themen. Sie haben sicher die Berichte gesehen. Global wie auch in der Schweiz ist Biodiversität im Rückgang. Und wenn man die Natur als Dienstleister auch versteht für den Mensch, vor allem auch im landwirtschaftlichen Bereich, dann sieht man, dass es für uns enorm wichtig ist. Also wenn man sich vorstellt, dass plötzlich Bienen, die bestäuben, ausfallen, dann haben wir ein riesiges Problem in der Landwirtschaft und das zieht ein Problem nach dem anderen. Und darum ist das ein wahnsinnig wichtiger Teil, dass wir der Biodiversität Sorge haben. Und darum hat die Regierung auch da beschlossen, dass wir bei diesen zwei Zielen einen Fokus setzen wollen. Wenn Sie jetzt das schöne Heft anschauen, das wir hier haben, dann sehen Sie jeweils auf der linken Seite, überall ist, das sind die langfristigen Ziele und auf der rechten Seite sind dann jeweils die konkreten Ziele von dieser Legislatur, also die Legislaturziele und die zugehörigen Massnahmen. Bisher haben wir im Umweltbereich eigentlich immer Ziele gehabt, konkret für den Kanton Zürich. Also wir haben gesagt, wir wollen sauberes Trinkwasser im Kanton Zürich, für die Bevölkerung im Kanton Zürich. Wir wollen die Arten schützen im Kanton Zürich. Wir wollen gute Luft im Kanton Zürich. Und jetzt haben wir das erste Mal ein Ziel aufgenommen, wo wir sagen, es gibt eben auch Umweltprobleme, die gehen weit über den Kanton Zürich aus und das ist der Klimaschutz. Also der Klimawandel als Umweltproblem. Der Klimawandel ist ein globales Problem. Wir können das Problem nur als globale Gemeinschaft angehen, indem alle ihren Beitrag leisten. Und wir schützen darum nicht das Zürcher Klima, sondern wir leisten einen Beitrag zum globalen Klimaschutz. Und dabei ist auch gerade schon gesagt, wir können im Kanton Zürich nicht das globale Klima stabilisieren, sondern wir können einen Beitrag leisten zu dieser globalen Herausforderung. Und das ist darum jetzt erstmal ein neues Ziel. Das ist das langfristige Ziel 7.6, wo wir sagen, wir wollen den Ausstoß von Treibhausgas reduzieren, und zwar im Rahmen des Klimaabkommens. Also die Regierung des Kantons Zürich steht zum Klimaabkommen von Paris und ist sich bewusst, dass das eine der ganz grossen Herausforderungen ist in der Zukunft. Das ist nicht etwas, das wir in dieser Legislatur einfach werden abschliessen können. Darum ist es auch ein langfristiges Ziel und nicht ein Legislaturziel, weil das wird dann nach dieser Legislatur noch weitergehen, dann werden wir nicht fertig sein. Zu den konkreten Massnahmen, das ist dann eben auf der rechten Seite, wenn wir eine langfristige Klimastrategie erarbeiten und ein Vorgehen zur Dekarbonisierung definieren. Dekarbonisierung ist vielleicht noch ein bisschen ein ungewohntes Wort. Das Wort steht dafür, den Wandel von der erneuerbaren Energie, von der fossilen Energien hin zu den erneuerbaren Energien. Also es ist eben nicht nur einfach ein bisschen Effizienzsteigerung und ein bisschen Emissionen reduzieren, sondern es geht wirklich um einen transformativen Prozess von der gesamten Gesellschaft. Und das ist eine extrem grosse Herausforderung, die wir einen Teil leisten wollen. Dann haben wir ein weiteres Ziel von diesen Massnahmenplänen. Sie wissen, im Oktober 2018 hat die Regierung bereits Massnahmenpläne Klimaschutz verabschiedet. Die wollen wir jetzt noch überarbeiten und verbessern, auch im Rahmen in dieser Legislatur. Dann komme ich noch mal kurz zurück auf Biodiversität. Wir haben auch noch ein konkretes Ziel im Rahmen der Biodiversität, weil der Umsetzungsbericht 2015 vom Naturschutzgesamtkonzept hat klar aufgezeigt, dass die aktuellen Anstrengungen zum Biodiversitätsschützen ungenügend sind und nicht lange, um die Ziele zu erreichen, die man sich gesteckt hat, damals 1995. Und darum wollen wir dort die Massnahmen, um den Schutz der Biodiversität zu sichern, die Massnahmen wollen wir verstärken. Vielleicht einfach noch ein Kommentar zur Bedeutung von dem Thema. Wenn wir über andere Politikthemen reden, dann können wir eigentlich sagen, wir können etwas einführen und wir können es auch wieder abschaffen. Also wenn man einen Vaterschaftsurlaub will, dann kann man den einführen, man kann ihn aber auch wieder abschaffen später, wenn man den nicht mehr gut findet. Bei der Biodiversität reden wir von Sachen, die irreversibel sind. Wenn eine Art mal ausgestorben ist, dann können wir nicht in 20 Jahren sagen, jetzt hätten wir die gerne wieder zurück, sondern dann ist sie weg. Also das gibt einfach der Biodiversität und Klima ein besonderes Gewicht, weil wir einfach wissen, wenn es einmal zu spät ist, dann ist es zu spät, dann können wir nicht mehr zurück. Darum, also zusammenfassend, Klimaschutz verbessern, Biodiversität verbessern, das sind extrem grosse Herausforderungen, da ist sich die Regierung bewusst. Wir haben uns hohe Ziele gesteckt und es wird auch nicht gelingen, um die in einer Legislatur abschliessend lösen, die Probleme, aber wir wollen als Regierung da einen Beitrag leisten. Besten Dank und jetzt gebe ich das Wort der Frau Regierungspräsidentin zurück. Danke vielmals, Martin. Neue Technologien, Automatisierung, Innovation. Das sind drei Begriffe, die in den letzten Jahren in aller Mund sind, aber natürlich auch Gefahr laufen, dass man daraus
Worthülse macht. Und das wollen wir nicht, dass das für den Kanton Zürich passiert. Und es ist mir darum als Regierungspräsidentin, aber auch als Volkswirtschaftsdirektorin ein grosses Anliegen, dass wir die hervorragende Position, die wir haben vom Kanton Zürich, national und international in der Wettbewerbsfähigkeit, dass wir das erhalten können. Und heute haben wir einen attraktiven Standort, wir haben eine hohe Lebensqualität, wir haben eine rekordtiefe Arbeitslosigkeit von 2% heute im Moment. Wir haben innovative Unternehmen, wir haben innovative Forschungsanstalten. Aber, geschätzte Damen und Herren, der Wettbewerbsdruck, national, aber auch international, der wird härter. Und darum wollen wir weiterhin attraktive, zeitgemäße rechtliche und politische Rahmenbedingungen schaffen für eine gute Vernetzung der Akteure. Das ist die Rolle des Staates, die Vernetzung der Akteure. Und vor allem aber auch, wenn wir ein offenes Ohr haben für die neuesten technologischen Entwicklungen. Und im Bereich der Volkswirtschaft geht es darum, dass wir die gute Position, die wir haben, von unserem Wirtschaftsraum auch in Zukunft behaupten. Und dazu braucht es eine weiterhin diversifizierte Wirtschaft, damit wir eben nicht von einzelnen Branchen abhängig sind. Und wir müssen unseren Standortvorteil auch nutzen. Wir haben sehr viele erfolgreiche Unternehmen, ich habe es gesagt, wir haben führende Bildungs- und Forschungsinstitutionen da. Und das muss man noch mehr vernetzen untereinander und da will die Regierung Hilfe bieten. Und eines dieser Projekte, die die Regierung ganz klar unterstützt, ist der Innovationspark in Dübendorf, wo im Moment ja auch Beratungen sind im Kantonsrat. Und da wollen wir einen grossen Beitrag leisten an die Wettbewerbsfähigkeit und die Innovationskraft von unserem Kanton morgen. Und das alles unterstützen wir mit unserer bewährten Clusterstrategie, die wir auch fortsetzen wollen für eine diversifizierte Wirtschaft. Aber die Wirtschaft braucht auch ein leistungsfähiges Mobilitätsangebot. Die Wirtschaft will auch vorwärts kommen, auch die Bevölkerung. Und das ist eines von diesen Elementen, die entscheidend zu unserer Wettbewerbsfähigkeit beitragen. Und die sind ja auch in der Volkswirtschaftsdirektion angesiedelt. Wir haben es gesagt, Mobilität nimmt zu. Aber einerseits auch das Bedürfnis der Mobilität, dass man das wesensgerecht abhandelt und dass die Bevölkerung weiterhin auch kann so mobil sein kann, egal mit welchem Mobilitätsinstrument, egal ob es auf der Straße, ob es auf der Bahn, auf dem Velo oder zu Fuß ist. Diese Infrastrukturen wollen wir weiter vorantreiben. Und das ist ein langfristiges Geschäft. Und Sie wissen auch, dass wir insbesondere in der letzten Legislatur wichtige Projekte haben können vorantreiben, und zwar egal, ob es auf der Straße, auf der Schiene, vom Velo oder zu Fuß ist. Und das wollen wir mit viel Engagement fortsetzen. Und wir wollen das auch im gesamtheitlichen Ansatz, wie wir das bereits in der letzten Legislatur gemacht haben, mit Hochdruck weiterführen. Und dort, wo wir nicht mehr das Hebel in der Hand haben, Sie wissen, verschiedene Sachen sind ja jetzt an den Bund gegangen, sei es bei der Nationalstrasse, sei es beim Bahnausbau, dort wollen wir weiterhin gut für Zürcher Interessen in Bern lobbyieren. Wir haben aber auch gesagt, dass wie das Gesamtverkehrskonzept definiert, das wir in der letzten Legislatur beschlossen haben, dass wir weiterhin werden in die Infrastrukturen stark investieren, aber wir sagen dem, wir wollen über den Beton raus denken. Weil der Platz ist beschränkt und es ist nicht nachhaltig, einfach quasi nur in Beton zu denken. Und wir wollen auch bei der Bewältigung der Mobilität neue Infrastrukturen, vor allem auch neue Technologien, der Digitalisierung eine Chance geben. Und darum werden wir eine Plattform etablieren, die nennt sich Dialog Mobilität von der Zukunft. Und wir wollen dort alle wichtigen Akteure zusammenführen und wir wollen miteinander die Chancen, die auch Digitalisierung bringt und die Chancen, die vor allem auch die neuen Technologien bringt in der Mobilität, die wollen wir für den Kanton Zürich nutzen. Und in dem Sinn gebe ich gerne das Wort an unsere Staatsschreiberin weiter, an Kathrin Arioli. Geschätzte Medienschaffende, der Regierungsrat hat vor gut einem Jahr die Strategie Digitale Verwaltung festgesetzt.
Die Strategie zeigt, wie die Verwaltung die digitale Entwicklung will mitgestalten und die Chancen von der Digitalisierung will nutzen. Die Umsetzung von dieser Strategie die passiert vor allem in der Umsetzung der Projekte, die im Impulsprogramm festgesetzt sind. Die Umsetzung die ist in vollem Gang und wird die Verwaltung in den nächsten Jahren auf allen Ebenen stark beschäftigen. Als Staatsschreiberin leite ich das Steuerungsgremium, das für die Strategieumsetzung verantwortlich ist. Und ich bin auch Projektauftraggeberin in verschiedenen Projekten und komme darum auch ganz direkt mit welcher grossen Arbeit da geleistet wird und weiter geleistet werden muss, damit wir fit sind für den digitalen Wandel. Mit der digitalen Transformation der Verwaltung soll das Leistungsangebot konsequent auf Kundenbedürfnisse ausgerichtet werden. Der Kontakt mit der Verwaltung soll noch einfacher, noch schneller und noch in höherer Qualität möglich sein. Der Fokus liegt darum auf neue digitale Angebote. Es geht dabei zum Beispiel um einheitliche, einfache Online-Formulare oder zum Beispiel die Möglichkeit, konsequent bargeldlos zu zahlen. Das klingt jetzt vielleicht nicht außerordentlich spektakulär, ist aber mit Blick auf die Komplexität und die Vielfältigkeit von allen Transaktionen der Verwaltung sehr anspruchsvoll und braucht auch Zeit. Selbstverständlich möchten wir auch Services nach und nach medienbruchfrei aus einem Guss anbieten können. Da erwähne ich als Beispiel die Baugesuche, die künftig vollständig elektronisch abgewickelt werden können. Einen grossen Schritt vorwärts machen wir Anfang nächstes Jahr mit dem neuen Webauftritt vom Kanton Zürich. zh.ch ist die grösste Informations- und Serviceplattform vom Kanton. Neu wird die Webseite konsequent auf Themen und auf Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer ausgerichtet sein und nicht mehr auf die Strukturen der Verwaltung. Damit begeben wir uns zumindest, was die öffentliche Hand angeht, auf neues Terrain und auch übernehmen auch eine Vorreiterrolle. Um nach außen wirken zu können, müssen wir aber auch nach innen unsere Hausaufgaben machen. Wir müssen bestehende Aufgaben und Prozesse hinterfragen, überdenken und allenfalls auch neu gestalten. Dazu braucht es einen Kulturwandel, getragen von der Führung und gelebt von allen Mitarbeitenden. Vieles ist dabei schon im Gang. Zahlreiche Projekte werden direktions- und ämterübergreifend vorantrieben und das funktioniert gut. Wir müssen und wollen aber auch über den Tellerrand der Verwaltung herausschauen und über Grenzen der Verwaltungseinheiten und Staatsebenen vermehrt zusammenarbeiten, zum Beispiel mit den Gemeinden oder auch mit anderen Kantonen. Aber auch das Potenzial an Hochschulen und innovativen Unternehmen, die wir im Kanton Zürich haben, soll für die Zusammenarbeit optimal genutzt werden. Unser größtes Potenzial sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wenn wir auch künftig ein attraktiver Arbeitgeber sein wollen, dann ist ein zeitgemäßer Umgang mit digitalen Möglichkeiten und Entwicklungen ganz einfach ein Muss. Auch daran werden wir in den kommenden Jahren arbeiten. Zum Schluss noch ein Wort zum Thema Vertrauen. Verschiedene Studien zeigen das, Vertrauen in den Staat ist ganz wichtig und ist Basis für das Funktionieren des Staates. Darum haben Datenschutz und Datensicherheit auch in Zukunft höchste Priorität. Und ich übergebe jetzt gerne das Wort an Finanzdirektor Ernst Stocker. Ja, geschätzte Medienschaffende, Sie haben jetzt die Zielsetzungen und die Schwerpunkte von meinen Kolleginnen und Kollegen und der Staatsschreiberin gehört. Und wahrscheinlich verwundert Sie nicht, dass dazu Geld braucht. Darum ist das Ziel des Kantons Zürich und der Zürcher Regierung weiterhin bei den langfristigen Zielen einen gesunden, belastbaren Staatshaushalt zu haben. Das heisst eigentlich auf Zürichdeutsch gesagt, dass man mittelfristig gesehen nicht mehr ausgibt, als man einnimmt. Das Instrument, unser Instrument dazu ist ja der mittelfristige Ausgleich, wo immer ein bisschen die Messlatte ist, dass man das einhalten tut.
Für mich ist der zweite wichtige Teil ist der Selbstfinanzierungsgrad. Das heisst eigentlich, dass man das, was man bestellt, auch zahlen kann. Das gilt besonders in Zeiten, wo es gut geht. Es ist verschiedentlich gesagt worden, uns geht es eigentlich sehr gut wirtschaftlich und darum sollte man auch das, was man bestellt, können zahlen. Ich möchte heute einen Schwerpunkt darauf legen, dass der Kanton Zürich und die Regierung will investieren in diesem Kanton. Wir werden in dieser KEF-Periode 20 bis 23 über 5'000 Millionen investieren. Wir sind damit einer der höchsten Investoren in der Schweiz. Alles mit dem Ziel, dass der Standort gestärkt ist, dass er funktioniert und dass er auch die Leistungen kann bringen kann, die von ihm erwartet werden. Sie sehen hier im Bereich Gesundheit, Spitalfinanzierungen, wo der Kanton 1.376.000.000 einsetzen wird. Im Bereich Sicherheit und Sport, soziale Institutionen. Dann die Bildungsdirektion im Bereich hochgebaute Uni. Schuleinrichtungen, Provisorien, 437.000.000. Dann der grosse Brocken von 815.000.000 im öffentlichen Verkehr. Beiträge an Strassen, Schallschutz, auch in der Stadt Zürich und Winterthur. Im öffentlichen Verkehr ist zum Beispiel zu erwähnen gerade die Limmatalbahn, die ja am Bauen ist. Und dann der ganze Bereich vom Baudirektor, wo Hochbauten aller Art finanziert wird. Ich denke an die riesen Baustelle. Ich sehe sie alle morgen, wenn ich mit dem Zug auf Zürich fahre, im POZ. Aber der ganze Bereich Schulen, Tiefbauten, Wasserbau, wo ja verschiedentliche Sachen gemacht werden, Entlastungsstellen, Rechen in den Flüssen, alles Bereich, wo wir machen. Es ist eine enorme Zahl, die 5'000 Millionen, aber es zeigt auch, dass die Zielsetzung klar ist. Der Kanton Zürich soll weiterhin einen außerordentlich guten Standort sein, wo man kann leben, wohnen und arbeiten. In diesem Sinne habe ich geschlossen. Besten Dank und gebe die Regierungspräsidentin. Also vielen Dank auch, Herr Finanzdirektor, geschätzte Medienschaffende. Sie sehen also, wir haben ambitionierte Ziele, aber wir glauben auch, dass wir die richtigen Ziele gesetzt haben, um weiterhin einen erfolgreichen und lebenswerten Kanton Zürich für unsere Bevölkerung zu haben. Und damit wäre die Zeit bei Ihnen. Es wäre auch Zeit für Fragen zu stellen. Wer hat eine Frage oder wem darf ich das Wort geben? Hans-Peter. Ich habe eine Frage betreffend zu Apfel Steiner. Und zwar sehe ich nichts vom Thema Lehre. Wir haben eine Gesellschaft bei uns und vor allem ein Schulsystem, das scheinbar den Fokus auf die Mittelschule setzt und nicht auf die Lehre. Und die Lehre ist wohl der wichtigste Pfeiler von unserer Gesellschaft und von unserer Volkswirtschaft. Da fehlt mir irgendetwas. Ich glaube, dass unser Bildungssystem als Gesamtheit angeschaut werden muss, dass die Lehre und unser duales System sehr wichtig ist. Das habe ich, glaube ich, recht deutlich gemacht. Wir haben ein grosses Projekt, das heisst Digitalisierung auf der Sekundarstufe 2. Und dazu gehört selbstverständlich, wie ich glaube, mehrfach gesagt habe, nicht nur der Mittelschulbereich, sondern eben auch der Bereich der Berufsfachschulen dazu. Das sind völlig gleichberechtigte, ausgesprochen wichtige Bereiche, wo wir sehr viel werden investieren. Vielen Dank. Hat es weitere Fragen? Ja, Frau Müller. Sie haben vor 4 Jahren 20 Ziele gehabt, mit über 100 Massnahmen. Jetzt ist es halbiert. Warum? Ja, das war ein ganz bewusster Vorgang, weil die Regierung gesagt hat, sie möchte wirklich die zentralen Herausforderungen benennen
und dazu auch die entsprechenden Massnahmen knüpfen. Und sie wollen sich in dem Sinn auch fokussieren auf das, was wirklich wichtig ist. Das ist ja ganz bewusst einerseits ein Auftrag auch an die Verwaltung, aber zum anderen auch haben wir uns das als Regierung auch zum Ziel gemacht. Und darum habe ich mit einigem Selbstverständnis vorher auch gesagt, wir glauben, wir hätten die richtigen Fragen gestellt, wo wirklich die entscheidenden Fragen sind und wo der Kanton braucht und wo wir glauben, dass wir auch weiterhin mit diesen Fragen richtig aufgestellt sind. Herr Zia. Doch sehr allgemein gefragt. Sie stellen jetzt den Kompass neu, aber ich sehe eigentlich, ausser jetzt beim Baudirektor, wo es eine Akzentverschiebung Klima, Biodiversität gibt, eigentlich nichts Neues, geht in die gleiche Richtung, eine Kontinuität, oder sehen Sie das anders? Nein, ich glaube mehrfach, und auch meine Kolleginnen und Kollegen haben das auch betont, der Kanton Zürich ist sehr gut aufgestellt. Es geht also wirklich gut in jeder Hinsicht, von der Wirtschaftskraft, Wettbewerbskraft, Innovationskraft bis auch zu der Lebensqualität der Bevölkerung. Und ich glaube, wenn man gut aufgestellt ist, dann darf man auch kontinuierlich weiterarbeiten, aber nicht Herausforderungen aus dem Auge verlieren. Und ich glaube, die Herausforderungen, die haben wir gesagt, es gibt wirklich das Big Picture. Das sind die ganze Frage, wie gehen wir um mit den neuen Technologien, mit der ganzen Frage der Digitalisierung, mit dem Bevölkerungswachstum, mit dem Mobilitätswachstum und auch mit der Frage des Klimas. Das sind für uns die ganz grossen Big Pictures, die wir schon auch anpacken. Aber Kontinuität ist auch wichtig. Also wir haben, glaube ich, jede Direktion hat glaube ich, neue Elemente gebracht. Also in der Bildung, auch im Bereich von der Frühförderung, der Sicherheitsdirektor im Bereich von der Gewalt an Frauen. Ich persönlich zum Beispiel in der neuen Mobilität, in dieser neuen Plattform. Frau Fehr hat das in der ganzen Frage von der Partizipation, der Baudirektor in der Biodiversität. Und die Gesundheitsdirektorin hat ganz klar gesagt, auch Kostenfrage noch mehr im Griff haben. Und bei Beibehaltung von einer guten Versorgung. Und der Finanzdirektor hat eigentlich das ganze Bild abgerundet, indem er gesagt hat, wir glauben, dass wir das auch finanziell stemmen können, bei aller Fokussierung nachher auf die zentralen Werte. Aber ich möchte meine Kolleginnen und Kollegen auch das Wort geben. Willst du, Ernst? Ja gut, ich glaube, das Gute behalten und weiterentwickeln. Und ich meine, wir haben hier einen Fokus, wo jetzt, wir haben ja nicht alles können erzählen, sonst wären wir zu Abend noch alle zusammen da. Wäre auch nicht schlecht bei dem schönen Wetter, aber wir haben ja nicht alles können erzählen, wir haben einen Fokus gelegt, aber aus meiner Sicht muss ich sagen, also vor 4 Jahren ist natürlich der Finanzhaushalt nicht in diesem Zustand gewesen. Und wir haben zum Beispiel, das habe ich auch versucht herauszustellen, wir werden in dieser Legislatur über 1 Milliarde mehr Investitionen tätigen. Also, nichts würde ich meinen. Ich glaube, Herr Schaner, wenn Sie genau zugehört haben, haben Sie eigentlich gesehen, dass es eigentlich, und das wissen Sie ja, das haben Sie ja geschrieben immer wieder, dass es eigentlich ja gut läuft im Kanton Zürich. Und ich glaube, was jetzt drin ist, ist in dieser Kontinuität, ist mehr Neuerung drin, wie es Frau Walkerspäck gesagt hat. Ich glaube, es ist mehr Neuerung drin als vor 4 Jahren. Es hat mehr konkrete Projekte, die ganz gezielt auf einzelne Gruppen zugeschnitten sind, jetzt bei mir Gewalt an Frauen, die Verbesserung bei den Frauenhäusern, Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt, wo man mehr machen können, weil es eben die Finanzlage auch zulässt. Wenn ich mich richtig entsinne, Herr Finanzdirektor, sind wir vor 4 Jahren noch intensiv mit LÜ 16 beschäftigt gewesen und mit der Umsetzung und haben eigentlich immer eher ein bisschen darüber geredet, was wir nicht mehr machen können. Und jetzt reden wir eigentlich eher, ohne gerade unvernünftig zu werden und übermütig, jetzt reden wir eigentlich eher ein bisschen darüber, was wir zusätzlich können machen, wo man zusätzlich noch etwas für die Bevölkerung ganz konkret machen können. Das ist für mich eigentlich der Unterschied zu vor 4 Jahren. Genau, Frau Fehr. Die Aufgabe besteht ja nicht, im bestehenden bestehend Funktionieren zu revidieren, sondern mit Blick auf was kommt am Horizont, die richtigen Weichenstellungen zu machen und die richtigen Instrumente zu entwickeln. Die haben wir Ihnen in dieser breiten Palette aufgezeigt. Und wenn man einmal den Sicherheitsbereich nimmt, die Massnahmen, die dort auf Seite 7 sind, das sind ja die Massnahmen, die wir im Februar grosso modo schon
schon präsentiert haben, das sind die Massnahmen, die eben in die Phänomene im Bereich Sicherheit, die auftauchen, die Akzente brauchen, Wirtschaftskriminalität, Kampf gegen Cyber, häusliche Gewalt, Seniorenkriminalität, die eben dort gezielt einen Fokus legen und damit neue Instrumente entwickeln, damit man diese Phänomene in den Griff bekommt. Das betrifft jetzt den Bereich Sicherheit. Also schauen, was funktioniert, aber vor allem schauen, was ist am Horizont und was müssen wir entwickeln, dass wir die Aufgaben bewältigen können. Das Gleiche gilt für den Bereich Klima, Biodiversität, aber auch für die Frage der Teilhabe. Das ist ein sehr innovativer Ansatz, den die Regierung hier gewählt hat, sehr frühzeitig auf das Phänomen der Fragmentierung der Gesellschaft gezielt und strategisch zu reagieren und auch unter dem Begriff zusammenzufassen. Und ich glaube, das ist sehr ein fortschrittliches und auch ein sehr zukunftsweisendes Programm, das wir Ihnen hier vorlegen. Und vielen Dank. Jetzt weiss ich nicht, wie der Reihenfolge hat. Dann ist gut. Oder die Damen, die haben Sie jetzt gemeldet. Also würde ich sagen, herunternehmen und nachher Herr Holz. Ist gut. Darf ich gerade eine Anschlussfrage über das Thema Teilhabe? Sie haben umrissen, dass Sie ein Postulat vom Kantonsrat annehmen wollen. Können Sie das genauer sagen, welches? Das ist eins, das schon überwiesen ist oder eins, das erst in der Pipeline ist? Weil Sie haben, glaube ich, bewusst nicht von Ausländerstimmrecht oder Stimmrecht unter 16, unter 18, also ab 16, geredet. Und da hätte ich gerne ein bisschen genauer gewusst, was jetzt die Regierung, was ist die Regierung mehrheitsfähig? Das wissen wir noch nicht. Aber das Postulat heisst neue partizipative Formen von der Demokratie dank Digitalisierung. Es ist von der GLP eingereicht worden, vor 10 Tagen, glaube ich. Und da hat die Regierung entschieden, dass sie das entgegennimmt. Ob das Parlament dann auch entgegennimmt, werden wir sehen. Jedenfalls so eine Strategie, wie eben auch Digitalisierung kann Instrumente zur Verfügung stellen, wo eben die Partizipation für mehr Leute möglich macht und die neuen Formen möglich macht, diese Strategie zu entwickeln, ist das Postulat eine gute Plattform, um so eine Strategie zu entwickeln, wo man auch die jüngeren Leute wieder besser an- und einbindet. Gut, Herr Holz. Setzen Sie denn da an, wenn es in einen Bereich geht, bevor überhaupt die Volksschule einsetzt? Was sind da Ihre Instrumente? Also wir sind dran, das Projekt jetzt aufzuarbeiten und wir werden das wahrscheinlich, oder wir werden nicht wahrscheinlich, wir werden das zusammen mit der Gesundheitsdirektion müssen anschauen, weil wir das nicht in der obligatorischen Schulzeit können ansetzen können. Somit braucht es andere Hebel. Also das Projekt wird in dieser Legislatur auch noch dann konkretisiert. Genau. Dann haben Sie sich gemeldet, Damen. Ich war für die Vereinigten Personalverbände hier, aber da habe ich jetzt keine Frage im Moment dazu. Es ist mir etwas anderes aufgefallen. Und zwar ist bei mir ein Widerspruch übergekommen. Und zwar haben wir einerseits den Beitrag an Klimaschutz, der mir einleuchtend erscheint, und auf der anderen Seite die Bewältigung des Verkehrs. Also, da habe ich nicht gehört, dass der Verkehr hier irgendeinen Beitrag leistet an Klimaschutz. Vielleicht können Sie da etwas dazu sagen. Also gut, der Verkehr leistet einen grossen Beitrag, wenn Sie den öffentlichen Verkehr zum Beispiel anschauen im Kanton Zürich, wo also die Weltspitze ist. Also die ganze Welt beneidet uns um den öffentlichen Verkehr. Und wir haben ja gesagt, dass wir mit dieser Mobilitätsplattform dafür sorgen, dass man die Vorteile von den verschiedenen Verkehrsträger zusammen mit Digitalisierung, zusammen mit neuen Technologien nutzen will. Und wenn Sie sehen, der Verkehr hat eigentlich technologisch unglaublich, also der Individualverkehr, aber auch der öffentliche Verkehr hat grosse Fortschritte gemacht. Und auf dem arbeiten wir weiter. Ich sehe da keinen Widerspruch mit der Umweltziel, sondern wir sind da eigentlich kongruent, aber wir müssen daran arbeiten. Geschwind ergänzen. Also wir haben natürlich ein bisschen die Schwierigkeit, dass es Klimaschutz ist nicht etwas, das einfach eine Ebene irgendwo machen kann, sondern es gibt ja verschiedene Stufen. Und jetzt gerade was die Fahrzeugzulassung angeht, da können wir nicht, als Kanton haben wir da keinen Einfluss drauf, das ist auf der Bundesebene. Das heisst, diesen Teil können wir jetzt nicht beeinflussen, dort wo wir als Kanton den grössten Handlungsspielraum haben, das ist bei den Gebäuden. Und da werden wir in dieser Legislatur die sogenannten Mucken
diskutieren. Das ist eine Energiegesetzrevision, also Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich. Also das wird sicher ein wichtiges Thema sein in dieser Legislatur. Und da, weil das ist einer der Hebel, wo man einen grossen Einfluss hat. Auf den Gebäudepark selber haben wir nicht einen direkten Einfluss, sondern nur über quasi die Infrastruktur, die wir für die Fahrzeuge zur Verfügung stellen. Außer bei unseren eigenen Fahrzeugen. Genau. Da können wir Einfluss nehmen. In den eigenen Fahrzeugen, vielleicht ja. Noch im Bereich der Verkehrsabgabe, wo man immerhin kann sagen, dass in der letzten Legislatur im 7. Anlauf ein neues Verkehrsabgabengesetz angenommen wurde, wo nachher der Versuch unternommen wurde, mehrfach das wieder zu löchern, auszuhöhlen. Das letzte mit einer Spezialrabatt für Lastwagen, wo sich der Regierungsrat heldenhaft und entschieden dagegen gestellt hat. Und etwa von diesen 5 Milliarden gehen etwa 3 Milliarden in den Gebäudebereich hin. Das ist genau der Bereich, wo man energetisch vorbildlich bauen will. Und ein Teil ist öffentlicher Verkehr. Gut, darf ich weiterhin? Haben Sie, Herr Hotz, noch eine Frage? Ja. Plattform Dialogmobilität, wie muss ich das vorstellen? Verkehrspolitisch ein Stammtisch? Also hoffentlich nicht einfach ein Stammtisch, sondern ein Ort von der Begegnung. Ja, so etwas, wie wir heute hier haben. Nein, das werden wir selbstverständlich jetzt erarbeiten und zu gegebener Zeit auch präsentieren. Aber mir ist wichtig zu betonen, dass wir da auch da die Chancen von Digitalisierung und neuen Technologien wirklich nutzen. Hat es weitere Fragen, Herr Schraner? Frau Steiner, die letzte Legislatur hat ja die Devise gegolten, wir haben mehr Geld zur Verfügung bei der Bildung. Und Sie haben jetzt steigende Schülerzahlen also, und wollen viel machen. Herr Stock hat gesagt, es braucht Geld, aber andererseits steht jetzt die Unternehmenssteuerreform bevor und vielleicht dann auch noch eine Steuersenkung. Und dann hat es vielleicht doch wieder nicht genug Geld. Wie schätzen Sie die Perspektive ein? Also das ist ja eigentlich eine Frage, die am Finanzdirektor geht. Ich glaube, wir sind sehr gut aufgestellt, auch in Absprache mit dem Finanzdirektor, wissen genau, wo dass wir Nachholbedarf haben in unseren Schulen. Das ist das Projekt, das ich Ihnen gesagt habe. Wir wollen aber eben auch das ein bisschen gesamtheitlich anschauen. Darum ist die frühe Förderung eben oder die frühe Bildung eben so wichtig, oder? Dass wir dort anfangen zu steuern, wo man eben später Kosten sparen kann. Aber zu der Finanzfrage im Detail müsste der Finanzdirektor, glaube ich, auskommen. Also ich glaube, die Legislaturziele sind abgestimmt mit der KEF, mit der Budget- und KEF-Planung. Und da müsst ihr jetzt noch warten bis nach der Sommerferien, da werden wir alles offenlegen, wie das finanziert wird. Gut, Herr Unternehrer. Nur noch ganz kurz, aber eine Steuersenkung, das könnte ja auch ein Legislaturziel sein. Kann auch sein, aber das wird im Rahmen vom Budget und dem KIF wird das festgelegt und vom Kantonsrat beschlossen. Ist aber in dem Fall in der Priorität ein bisschen weiter unten als vielleicht auch schon. Wir haben noch nie Steuersenkungen in ein Legislaturziel reingekommen. Wir haben einfach gesagt, wir müssen standortpolitisch unsere Ziele können erreichen. Ganz wichtig ist, dass wir immer inhaltlich arbeiten und schauen, dass die Finanzierung sichergestellt ist. Es gibt Unternehmungen, die primär Profit abwerfen wollen und dann die Inhalte definieren, aber so sind wir halt nicht. Gut, das war fast ein Schlusswort, ein Werbespruch für die Zürcher Regierung. Wenn keine weiteren Fragen haben, dann danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich im Namen der Zürcher Regierung für Ihr Interesse, auch für Ihre Berichterstattung. Und wir stehen Ihnen noch zur Verfügung, wenn Sie noch Quotes oder etwas von uns brauchen. Herzlichen Dank und es wäre geschlossen.